20 Jahre in der Zukunft spielt EA Pacifics neuester Streich im Command & Conquer-Universum C&C Generals. Eine kleine Abordnung der Ex-Westwood-Entwickler hat uns besucht und mit ihrem explosiven Echtzeitspiel, trotz der sehr, sehr frühen Version, die Redaktion in großes Staunen versetzt. Denn hier gibt es fette Explosionen im Minutentakt. Auf einer von drei Seiten kämpfen sie um die Weltherrschaft. Entweder als böser Terroristenführer der GLA, der Global Liberation Army, auf Seiten der Chinesischen Volksrepublik, oder sie ziehen für die selbsternannte Weltpolizei USA in eine der drei Kampagnen, die zusammen an die 30 Missionen liefern sollen. Am gewohnten C&C-Interface hat sich nur wenig verändert. Die Menüleiste finden Sie jetzt am unteren Bildschirmrand, aber da kann sich noch einiges ändern. So sind zum Beispiel viele Icons noch nicht implementiert oder durch Platzhalter vertreten. Trotzdem genügt immer noch ein Klick, um ein Gebäude zu wählen und ein weiterer zum Platzieren auf dem Schlachtfeld. Dabei ist es wichtig, wie Sie zum Beispiel Ihre Fabriken ausrichten. Denn wenn eine Felswand das Rolltor blockiert, bekommen Sie Schwierigkeiten, wenn fertige Vehikel vom Stapel laufen. Völlig neu ist in Generals, dass jede der drei Fraktionen noch einmal drei Anführer hat. Die kämpfen zwar nicht direkt auf dem Schlachtfeld für Sie, sondern Sie müssen sich zu Beginn jeder Mission für einen der Feldherren entscheiden. Und das ist gar nicht so einfach, denn jeder dieser Generals besitzt neben verschiedenen Boni, die die Kriegsmaschinerie ankurbeln, noch eine Spezialeinheit, die nur er bauen kann, plus eine Superwaffe, die den Gegnern mächtig einheizt. Am Kampfsystem soll sich auch einiges verändern. Die Entwickler wollen nämlich deutlich mehr Strategie mit ins Spiel bringen. Das heißt, den individuellen Einheiten kommt in Zukunft mehr Bedeutung zu. Die Zeiten eines Alarmstufe Rot 2 Tank Rushes sind damit vorbei, denn die Kämpfe laufen jetzt nach einem Steinschere-Papier-Prinzip ab, bei dem zum Beispiel Panzer keine Chance gegen eingegrabene Raketeninfanterie haben. Echo 1, report status. Die drei Völker sollen sich sehr verschieden spielen. Während die GLA-Terroristen bevorzugt mit schnellen Einheiten zuschlagen, versuchen die Amerikaner durch Hightech ihr Ziel zu erreichen. Die Chinesen hingegen setzen auf Infanterie in Massen. Wenn sie etwa solche Horden gegen den Feind schicken, verleihen die Fahnenträger Kampfboni für nahe Mitstreiter. Understood. Wenn weder Truppenmassen noch Hightech-Einheiten Erfolg haben, dann setzen sie die spektakulären Superwaffen der Generäle ein. Hier zum Beispiel den Firestrike der Chinesen. Firestrike 1, approaching the target. Die Tunnelsysteme in den Hügeln können GLA-Truppen übrigens benutzen, um zu anderen Tunnelausgängen auf der Karte zu gelangen. Die einschwebenden Flieger dürfen sie mit weniger mächtiger Ladung auch selbst steuern. Insgesamt soll jede Partei 12 individuelle Einheiten haben, die wie in Alarmstufe Rot 2 Erfahrung auf dem Schlachtfeld sammeln und zu Veteranen aufsteigen. GLA Tunnel Networks destroyed. Dragon Teams, attack! I'll show them. In gewaltigen Skriptsequenzen wird während den Missionen die Story vorangetrieben. Hier zeigt die mächtige Engine von Generals, was in ihr steckt. Bis zu 3000 Objekte wollen die Designer auf den Karten verteilen und mehr als 2 Millionen Polygone gleichzeitig auf ihren Monitor zaubern. Außerdem lässt sich der Blickwinkel stufenlos drehen und zoomen, damit sie stets den Überblick behalten. Trotzdem soll es kein Einheitenlimit geben. Für flüssigen Spielspaß sollte es dann aber schon eine 800 MHz CPU sein. Natürlich fehlen solche Zwischensequenzen in Multiplayer-Gefechten. Hier wollen die Entwickler neben Standardpartien und Netzwerkspielen Internetzockern ermöglichen, auf eigenen Servern eine individuelle Liga mit selbstgemachten Regeln zu betreiben. Nach allem, was wir gesehen haben, ist sicher, dass EA Pacific da einen potenziellen Echtzeithit in der Mache hat. Wir verabschieden uns von Ihnen mit einer der gewaltigsten Explosionen, die wir bisher in Strategiespielen erleben durften. GLA forces eliminated. All units return to base.